So, damit seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mittelerde, Schatten des Krieges. Und... bevor ich... Eingabe. Nein. Hier. Bevor ich jetzt erstmal loslege. Wo ist denn hier M? Elbenwut, Karagor. Karagor. Grauk. Notargrauk, Belagerungsbestien, Drachen. Ey, ich kann auf Drachen reiten, das. Also, die Sache ist, ich möchte die Karte von M auf Tab legen. Weil das Problem ist bei Assassin's Creed, ist halt die Karte auf Tab und Zeit verstreichen lassen auf M. Hier ist nichts auf Tab, aber die Karte auf M. Und bei Assassin's Creed war die Karte schon immer auf Tab, deswegen will ich es auch auf Tab lassen. Ja, das ist doch kacke. M ist nicht als Eingabe akzeptiert. Ist ja sauber. Etariel-Fertigkeiten, Baranor-Festung. Und so. Allgemeine Einstellungen darf ich nicht machen, oder was? Weil es sind hier ja auch nur Fertigkeiten. Also ich guck gerade durch, weil es kann doch nicht sein, dass ich M nicht umbelegen kann. Das macht mich nicht schwach. Ja, ich kann es tatsächlich so schnell lesen. Baranor-Festlegung, was auch immer Baranor ist. Ist Baranor nicht eine Festung oder so? Mitwirken, ja toll. Die Mitwirkenden, die die Karte auf M gelegt haben, gehören erschossen. Gut, wenn wir schon einmal hier im Inventar sind, kann ich auch gleich meinen ganzen Müll weghauen. Achso, hier. Zerstören. Was bist du? Wait. Ist das ein Fernkampfhammer? Den behalte ich erstmal. Da sind Kopftreffergegner vergiftet. Ja. Meine Kopftreffer sind in der Regel tödlich. Stellt nach einer erfolgreichen Schleichtötung Gesundheit vollständig her. Hier zerstören. Zerstören. Dann noch ein paar Ringe der Macht. Stellt es hier eigentlich? Kann nicht verbessert werden.
Stellt es hier jetzt 8 Fokus wieder her, oder was? Okay, anscheinend. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir hier noch ein paar Aufgaben offen haben. Und denen werde ich mich jetzt erstmal zuwenden. Also hier die beiden Aufgaben, solange bis das hier frei ist, dann können wir da oben nämlich die Festung machen. So, rüber hier. Und mal eben flotten Fuß. Brutale Natur. Es jagt uns. Welche Kreatur sucht diesen Wald heim? Oh, Karnen ist keine Kreatur. Sie ist die Natur selbst. Sie ruft uns. Talion, wir müssen mit Vorsicht voranschreiten. Ja! Lass es enden! Lass mich enden! Okay. Ja, nicht du! Hab Gnade, Waldläufer! Sie tötet einen nach dem anderen! Grubenbiester zu Hunderten! Komm hervor und zeige dich! Heraus aus der Grube! Geknechtet sind Flüsse wie Bäume! Was ist das? Ich nehme an, das ist das Werk von Karnen? Dies ist der Wald von Karnen. Und sie schützt ihn mit der geballten Macht der Natur. Nice. Dieser Wald ist in gleichem Maß von Tod wie von Leben erfüllt. Sie sind untrennbar verbunden. Das ist Karnen. Okay, aber die Gule greift mich nicht an zum Glück. Keine Ahnung, wo... Was ist sie? Die Karagur? Die Gule? Sie ist alles. Nähren werdet ihr 1000 Mäuler. Warum greifen diese Bestien uns nicht an? Sie hören ihr Lied. Sie sind ein Teil von ihr, so wie sie einer von ihnen ist. Doch sie schützen sich. Sie beobachtet uns. Nein. Sie ruft uns zu sich. Yay. Diese Karnen war nicht untätig. Wo bist du? Schneid mich los, Tag. Wir... Ich hab es! Der Baum! Sie ist der Baum! Der Geist Karnens ist Baum und Biest, Zahn und Klaue, Wurzel und Speer. Baummann schreitet zur Tat. Na toll. Na, das war vorher aber nicht hier. Gewandelt und verkommen, dieser Fleischling. Wo ist die Fäulnis? Deine Knospen. Wächst du oder welkst du? Nein. Nein, nein. Ein lebloses Biest bist du. Doch nein, du stirbst und stirbst. Nicht leblos, sondern untot. Vom Fleisch heimgesucht. Talion,
Wir können sie nicht besiegen. Was sollte ich deiner Meinung nach tun? Leg dein Schwert hin und knie nieder. Niemals knie ich vor diesem Ding. Komm, Untote. Die Bestien Mordors werden dein Hüterin der Wildnis, Karnen! Wem rufst du dazu? Neuer Feind, Elementargrochs. Verfügen über verheerende Elementarangriffe und sind immun gegen Angriffe mit ihrem eigenen Element. Jawoll. Schießt den brüllenden Grog mit einem aufgeladenen Schuss in den Kopf, um ihn zu betäuben. Nein, ist das. Ja, ich komme hier nicht raus, ne? Ah, und deswegen liegen hier die Pfeile in der Gegend rum. Ich glaube, ich bin ein bisschen überlevelt für diese Quest. Es wirkt gerade sehr einfach auf mich. Noch ein Elementargrog? Ach nee, ein Drache. Das ist dann also auch die Natur? In all ihrem Zorn. Kannst du sie bitten aufzuhören? Der Wind lässt nicht mit sich reden. LOL! Wir verbrennen mit euch und kehren wieder zurück. Scheiß wirst du tun. Mir scheint, als ob diese Karnen gar nicht so mächtig... Und tschüss. Entfesselt, um wieder und wieder aufzuerstehen. In ein Loch mit dir. Was haben wir entfesselt? Das Leid der Wälder. Den Schrei der Flüsse. Großer Geist von Karnen. Klage nicht, schweig still! Ihr erweckte Targoroth in tiefster Kluft vergraben. Des dunklen Herrschers Auge. Es nährt seine Flammen. Eure Schmiede, das Zündholz für die nahenden Feuer. Brennt ihr, brennen wir. Ein Feuer für alle wird es sein. Was haben wir erweckt? Untot! Ringschmied, deine Schmiede sinkt. Ein Riss zieht durchs Land. Feuer erweckt von kaltem Ring.
Wir folgten deinem Ruf. Wir wollen helfen. Oh, das werdet ihr. Du, ein untotes Biest. Du, vom Fleisch heimgesucht. Wir finden Targoroth. Geht jetzt! Der Balrog wartet. Er erwacht in Schicksalsschatten. Kämpft und sterbt und erwacht zu neuem Kampf. Bald und bald. Tod bezwingt Untod. Okay, was ist mit ihr nicht in Ordnung? Also, Auftrag abgeschlossen und Skillpunkt. Und eine rote. Mir scheint, der Ring hat mehr geweckt als nur Sauron. Ja, wir müssen nach Gorgoroth und uns um diesen Balrog kümmern. Ach. Okay, erstmal kloppe ich Skillpunkte raus. Ja, komm. Machen wir jetzt mal das hier. Lass mich ran. Das da oben ist Festung Gorgoroth? Natürlich. Okay, meine Armee ist bereit. Was haben wir hier? Die Augen des Hexenkönigs. Ja, komm. Mach mal das hier auch. Mach mal zuerst das da. Die Nazgul sind uns sicher hierher gefolgt. Sie werden mehr vorfinden, als sie erwartet haben. So, wir kümmern uns jetzt erstmal um den Nazgul-Auftrag hier vorne. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Tschüss. Saubere Schnitte. Und sie haben ihre Waffen nicht gezogen. Das scheint mir Eltariels Werk zu sein. Sie handelt unüberlegt. Einige dieser Orks hätten gute Gefolgsleute abgegeben. Wir müssen sie finden, bevor sie alle unsere potenziellen Rekruten erlegt. Allerdings, wenn sie es täte, bräuchten wir auch keine Armee. Talion, was stimmt mit deinem Mantel nicht? Folge Tariels Spur. Wenn du nach Ringgeistern suchst, kommst du zu spät. Doch bevor ich ihn angriff, sprach er mit einem Ork, der anders als die anderen war. Es sind Würmer in der Nähe. Vielleicht können sie uns sagen, was vor sich geht. Falls wir sie lebend fassen. Du entscheidest nicht, wen ich am Leben lasse, Ringschmied. Das solltet ihr beide nicht vergessen. Ihr werdet erstmal gemessert. Zweitens, blickt ihm in die Augen, während er euch anfällt. Drittens, wartet, bis er springt und taucht ab nach unten. Du gehörst mal kurz mir. Okay, von hier oben aus will ich den da unten wegschießen. Du kommst mal kurz her. Die Nazgul haben Umgang mit besonderen Orks. Wer sind sie? Ja, sie werden Auserwählte genannt. Ja, aber ich weiß nicht, wofür sie auserwählt wurden.
So, mal kurz weg mit dir. Komm mal kurz her. Muss ich mir wohl eingebildet haben. Der stand ja voll vor mir. Gut. Die restlichen Informationen werden wir beim nächsten Mal beschaffen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.